Hallo, bin Beat Gerber, bin Verteidiger beim SC Bern. Servus, das ist der Manuel Oduza, ich bin Stürmer bei EC Red Bull Salzburg. Sie sind sehr schnelle Spieler und sie checken sehr gut vor und sie sind läuferisch und technisch sehr gut und gute Spieler. Also für mich ist es Schweizer Eishockey, das hat man gesehen bei den Weltmeisterschaften und ja generell, wenn man die Schweizer Liga anschaut, auf einem spielerisch guten hohen Niveau, eislauferisch top, sehr viel Spielwitz, alles gut ausgebildete Spieler. Spezialitäten zum Essen und die Berge und sehr schönes Land. Die Schweiz ist bekannt für viele Berge, gute Schokolade, teure Uhren und dass viele Steueroasen dort gibt. Ich denke, wir haben nicht schlecht gespielt. Defensiv waren wir gut. Wir haben einen sehr guten Torhüter gehabt, Genonia. Sehr viele Big Saves für uns gehabt und wir müssen besser defensiv spielen noch und offensiv unsere Chancen nutzen. Unsere Leistung beim Hinspiel ja, war durchwachsen. Wir haben uns viel vorgenommen, wir haben eigentlich auch viele Chancen kreiert, aber die Berner waren im Abschluss um einiges besser. Die haben die Chancen eiskalt ausgenutzt. Wir haben die Chancen, die wir gehabt haben, leider nicht verwerten können. Und das kann man gegen so einen hochklassigen Gegner natürlich nicht zulassen, dass man dann denen den Raum gibt für die Tore und dass die das dann ausnutzen können. Ich denke, defensiv müssen wir stabiler sein. Sie haben uns sehr gut unter Druck gesetzt und sehr viele Scheiben erobert. Und dann müssen wir sehr einfach spielen und nach vorne, so schnell wie möglich nach vorne spielen. Wir müssen auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt 3 Tore hinten. Es ist Head-to-Head, wir müssen schauen, dass wir 3 Tore aufholen, aber wir dürfen jetzt nicht hinten aufmachen und spielen, sondern einfach nur 3 Drittel arbeiten und schauen, dass wir die Chancen wieder kreieren, so wie beim Heimspiel. Und so wenig Chancen wie möglich hergeben. Ich meine, die Schweizer werden sich ja jetzt auch nicht auf Konter oder so gleich lauern, die werden defensiv gut spielen. Aber wir müssen schauen, dass wir halt die Chancen und das Spiel gewinnen und wir möchten natürlich auch in die nächste Runde einziehen. Dass ich dem Team helfe, die Stabilität zu generieren in der Verteidigung und so wenig Fehler wie möglich machen. Ich persönlich möchte der Mannschaft wieder helfen, beste Leistung abrufen, was ich an dem Tag bringen kann, alles für die Mannschaft tun, Schüsse blocken, Torchancen kreieren. Wenn ich Chancen bekomme, die mir, wenn möglich, in ein Tor ummünzen, aber wir müssen schauen, dass wir als Mannschaft kompakt auftreten, jeder seinen Job macht, jeder für die Mannschaft 100% arbeitet und dann wird es hoffentlich ein positives Ende nehmen.